Yoshi kriegt dann immer die guten, die Talente kriegt er dann da mal rausgezogen und dann fängt er wieder von vorne an. So, oh, okay, okay, okay. Ja, jetzt. CD ist in der Snake. Verlieren ein Spieler, verlieren den Snake-Spieler. Eigentlich ganz guter Break. Treffen hier einen von den Daltons, aber verlieren dann auch schnell zwei. G2 bei den Daltons. Daltons sind in der Snake 2. CD nur noch zu zweit. Ja. Und ist das der Wushi da? Ist der Wushi, ich glaube, ja. Ja, Wushi. Okay, die traden sich. Genau, dann ist es aber nur noch einer für CD. Jetzt haben wir noch den Tone. Noch drin. 2 gegen 1. Vorsichtig, auf Nummer sicher, slide dein Teabag. Er weiß nicht genau, was abgeht. Ja, die Daltons haben es, glaube ich, noch nicht so ganz Teabag auf dem Schirm. Teabag 1 und Teabag 3 bei den Daltons. So, jetzt heißt es schön die Nerven behalten. Teabag 2 und Teabag 3 bei den Daltons. Und er schießt und das war's. Ja, waren dann doch nur noch zwei Daltons, ne? Mhm. Und die auch noch hintereinander. Ist dann immer nicht so gut in einem 2 gegen 1, wenn man dann hintereinander steht. Das kann ins Auge gehen, sowas. Jo, Tone ist clean. Ja, kein schlechter Breakout von der CD. Wir treffen hier einen von den Backcenter-Jungs da. Aber dann Schritt für Schritt haben die Daltons doch wieder rumgerissen. Ob CD sich jetzt irgendwas was einfällt gegen die Daltons hier. Die hatten eben gerade den besseren Break, haben es aber dann trotzdem noch abgegeben, den Punkt. Okay. Kommen schon mal alle lebend an. Ja, da hinten bei den bei CD in der Ecke ist ein Ref. Ja, sauber, 5 gegen 5. Beide Corners bei CD. Und zuerst schießt einfach mal jeder seine Lines. Okay, ein Spieler bei den Daltons geht weg. Genau, habt ihr ja auf dem Bild. Snake bei Daltons wird besetzt, bei CD jedoch auch. Ja. Und jetzt Tone im T-Pack. Oh. Kommt er da an? Oh, er kommt sogar an. Ja, ist so gerade angekommen. Da hat der Tone von der Snake bekommen. Timo und der Snake. Und die Daltons sind in den nächsten okay, Spieler. Snake 3 bei CD. Snake 3 bei CD. Jetzt müssen die Daltons aufpassen. Ja, spielen auch nur noch zu dritt die Daltons. Ja. Und CD sind dann mal zu fünft. Okay. Oh ja, aber der Timo schießt da den Corner weg und geht bunkern, den Snack. Was ein Trade. Ja, getradet. 3 gegen 1. Ne, 3 gegen 2. Okay, CD auf der T-Bag 50. Oh ja. Und CD wirft es noch weg. Ich glaube, weil da drüben in der Snack sind sie auch gegen alle weg. 1, glaube ich. Okay, 1 okay, gegen 1. Ja. Der Daltons hat jetzt ein bisschen den Vorteil, dass er da seinen Coach natürlich hinter ihm hat, der ihm auf jeden Fall schon mal sagt, dass es eine 1 gegen 1 ist und was der andere macht. Und der CD-Spieler hat jetzt hier keinen Coach der T-Bag-Seite. Da würde ich mich jetzt nicht gerade gerne für das kleine T-Bag. Ich glaube, er hat sich schon ein bisschen. Na, das war vielleicht eine T-Bag-Kante. Ja, schöner Winkel jetzt hier auch wieder. Radical hat's drauf. So. 1 gegen 1 ist immer super wichtig, die Übersicht zu behalten und zu wissen, wo der Gegenspieler ist, weil Kopf reinziehen und nicht mitkriegen, was macht der Gegenspieler, ist eigentlich immer ganz schlecht im 1 gegen 1.
warten aufeinander. Ah, der CD-Spieler hat noch einen Pott. Also das kann noch ein bisschen weiterhin. Okay. Ja, beim One-on-One ist auch immer wichtig. Also eigentlich ist es immer wichtig bei einem Gunfight, aber bei einem One-on-One auch sehr wichtig, nicht immer an derselben Stelle rauszuschießen, ja, dass der Gegenspieler sich nicht einschießen kann. Das haben wir jetzt gesehen. Einmal links oben, jetzt rechts oben. Genau. Und er geht in den Corner. Ja. Da kann er jetzt natürlich auch oben rausschießen. Genau. So, und da ist der Ding wieder. Ah, Kivola. Na, ihr zwei. Und? Was habe ich verpasst? Hier ist ein relativ langwieriges One-on-One hier von den Daltons gegen CD. Eigentlich sah es ziemlich gut aus für CD, der Punkt. Es klappt zwischenzeitlich 5 gegen 3. Ja. Ja, und Daltons haben es zurückgeholt, so dass es jetzt wieder ein One-on-One geworden ist. Daltons haben die Ruhe behalten oder was und haben es runtergespielt auf One-on-One. Ja. Feine Sache. Genau, und jetzt mal gucken, ob sie es jetzt sogar noch den Punkt noch machen können. Punktestand ist 1-0 für die Daltons. 1-0 für die Daltons, richtig. Das heißt, der Dalton-Spieler hat jetzt eigentlich alle Zeit der Welt. Das Problem ist nur, dass man bei einem 1-0 eigentlich jetzt noch nicht unbedingt das Ergebnis halten möchte. Der komfortabelste Vorsprung, ja. Nee. Jetzt sind die Spieler doch keine Paint mehr. Wenn er den Punkt jetzt natürlich macht, sieht es ganz anders aus. Und deswegen kann da jetzt natürlich keiner ein Risiko eingehen. Ne? Und deswegen sehen wir, was wir jetzt sehen. Ein recht vorsichtiges 1 gegen 1. Wo beide wahrscheinlich auch keine Paint mehr haben. Er hat jetzt gerade seinen letzten Pot jetzt reingekippt. Der Hopper müsste aber noch voll sein. Ja. Viel geschossen hat er nicht. Bewegt er sich jetzt weg von seinem Buzzer oder hin? Hin zu dem anderen? Muss ja irgendwie aus dem Corner wieder weg. Das war dann schon okay. Aber wer ist von rechts gestartet? Wessen Buzzer ist das, um den die da kämpfen? Der Dalton-Buzzer da drüben auf der rechten Seite, ja. Also wenn die Daltons, wenn er den drückt, hat er gewonnen? Genau, also der CD-Spieler ist deutlich näher an dem Buzzer. Ist auf jeden Fall in einer guten Position, um seinen Buzzer zu verteidigen, ne? Ja. Das auch, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das 1-0 jetzt irgendwie runterspielen wollen, wobei schon ziemlich viel Zeit weg ist von der Uhr. Ich habe gerade gesehen, es waren irgendwas um die 3 Minuten nur noch. Ja, richtig, richtig. 3 Minuten, 12 Sekunden. Ja. Ist ja auch so ein Trend, der mit dem Buzzer gekommen ist, dass man One-on-Ones gar nicht mehr beendet durch das Markieren des Gegners, sondern auch es öfter mal im Sprint zum Buzzer versucht. Genau. Ja. Auch gerade in unserem Spiel gesehen. Ja. Hat auch funktioniert, ne? Funktioniert. Super schwierig auch für die Refs zu sehen, wurde schon vorher getroffen oder nicht. Muss man halt die Augen aufhalten, ja, ne? Das ist aber ein schwieriges Ding auf jeden Fall, ja. Ja. Aber die Refs sind auf jeden Fall vollzählig hier hinten in der Ecke versammelt jetzt. Aber das heißt, ja, genau, aber ist natürlich auch eine gute Taktik, wenn man nur wenig Paint hat und in der Nähe seines eigenen Buzzers ist, sich wenigstens so aufzustellen, dass man sich ein paar Bälle übrig behält, um den Gegner wenigstens zu markieren, bevor er den Buzzer erreicht. Da sollte die Paint noch reichen, ja. Aber gerade so Paint-Wirtschaft auf dem Feld ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ist ein Thema. Ja. Tendenziell haben immer alle zu wenig dabei. Ja. Ist eigentlich auch ein blöder Fehler, ne? Weil ist nicht so, dass man mit zwei Pötten mehr so viel langsamer wäre. Nicht unbedingt, aber manchmal, ja, ist es halt auch mehr Trefferfläche zum Beispiel. Ja. Wenn ich hinten 4, 5 Pots in einer Reihe habe, habe ich natürlich mehr Trefferfläche, als wenn ich nur 3 habe. Mhm. Gerade für Angreifer, Cornerläufer und so weiter. Ja. Mittlerweile sind die Pack-Treffer ja auch sehr entscheidend geworden. Ja, allerdings, ja. Aber dann gerade in so einem wichtigen Punkt keine Paint mehr zu haben, ist ja... Das ist dann das noch viel schlimmer. Das verzeiht einem niemanden, ja, ne? Genau. Ja. Oh, jetzt sieht's auch so aus. Sollte man daraus lernen beim nächsten Mal. Was hat er jetzt aufgesammelt? War das ein Pot, den er aufgehoben hat, oder war das Paint schon? Und da. Oh, das war nix. Oh, nee. Jetzt hat er den auch so abgegeben. Ja, da hat der Dortmund-Spieler sich genug Paint aufgehoben. Ja. Okay, noch. Hat er die Ruhe behalten? Bis dahin war es eigentlich wirklich gut. Ich weiß nicht, wie er dann jetzt darauf gekommen ist, seinem Gegenspieler den Rücken zuzuwenden. Ja. Ja. Das ist wirklich nicht die glückste Technik, ja. Ja gut, da spielen die Nerven verrückt in so einem One-on-One, ne? Wenn alles an dir hängt, alle Augen auf dich schauen. Ja. Auch. Ja. So, die Daltons jetzt hier, ne, mit 2-0 Vorsprung. 2-0 muss es sein, ja. 1-0 steht auf dem Board, auf eurem Board, aber es sind 2-0. Sie haben den zweiten Punkt in einem dramatischen One-on-One gemacht, was eine ganze Weile gedauert hat. Und haben dabei die Uhr runtergezogen auf 1,24. Das wird ziemlich knapp. Das wird schwierig. Also wenn CD da jetzt nicht einen wahnsinnig schnellen Punkt hinlegt, das heißt jetzt dann schon mal zumindest, ist die Nummer vorbei. Das heißt jetzt schon mal jemanden beim Breakout treffen. Wäre schon mal eine gute Ausgangssituation für einen schnellen Punkt.
das werden die Daltons natürlich versuchen zu verhindern. Oh, Daltons gehen aber mega aggressiv. Aber auch, Snake. Auch die Daltons versuchen da einen schnellen Punkt zu machen. Ja, machen mega aggressiv. Snake und T-Bag 2 beim Break. Okay. Ja, also die Daltons einen verloren. CD auch einen verloren. Oder zwei, weiß ich nicht. Nee, einen. 4-4. Sieht für mich. Nee, nee, zwei verloren. CD hat zwei verloren. 4-3. Jetzt ist 3-3. 3-3. Das wird nochmal richtig spannend hier. 3-2. Eieiei, hier fliegen Buddies auf allen Richtungen. Und ein Spieler. Hier fliegen Buddies auf allen Richtungen, aber eins ist sicher: CD wird dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Nee. Das wird sogar noch ein Punkt. Okay. Toll für CD. 3-0. 3-0, 36 Sekunden. 36 Sekunden, 3 Punkte Rückstand, ist nicht zu machen. Das Nein. könnten nicht Boah. Mal die Tontons. Das schaffen nicht mal die Tontons. 36. Ja, aber jetzt, wo man nichts mehr zu verlieren hat, könnten wir vielleicht doch noch einen schnellen Punkt von CD sehen. Dann bist du auch im Bild. Ein crazy Move sehen. Da bin ich. So, ja. 3-0. Und hier auch 3-0, ziemlich, ne? Ziemlich gut aus für die Preds hier. Horn bekommen für sein Rumgeschrei hinterher und One for One für die Preds. Also ein Kamelettia-Spieler sauber machen und sie starten zu viert. Okay. Okay. Daltons verlieren hier Ton im Break. Ja, aber... Sind aber sonst stabil. Und ja. auch bei CD fällt der erste Buddy. Ja, die der zweite Buddy und die Zeit läuft, ja. läuft ab. Die Frage ist nur noch, ob... Die Daltons jetzt noch einen vierten Punkt machen. Genau. Die Dorito-Seite ist komplett frei. Das könnten sie eigentlich gerade mal versuchen, noch den vierten Punkt zu machen, die Daltons. Mit der Brechstange. Jetzt läuft die Zeit aber langsam ab. 10. Ja, jetzt wird's knapp 9, da, bis zum zu kommen. Oh, in der Snake. Ist es ziemlich heiß. Ah. 3, 2, 1. Vorbei. Und bei uns ist die Zeit vorbei und jetzt ist sie auch auf dem Feld vorbei. Ja. Oh. Das war knapp. Hätten sie fast noch einen vierten Punkt gemacht. Gut drauf, die Daltons da. Ja. Werden wir auf jeden Fall noch eine Schippe zulegen müssen im letzten Block. Doch. Sauberes Spiel von den Daltons, muss man sagen. Aber auch die Preds gut gespielt, aber... Leider kein Glück. Müssen jetzt vier Mann starten? Die müssen jetzt mit vier Mann starten, so viel ist sicher. Und das würde ja eigentlich bedeuten, ja, Point Kamenetja. Okay.